Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen in Marions Bastelstübchen. Ich bin die Marion und freue mich, dass ihr heute wieder mit mir basteln wollt. Wir machen weiter in puncto Frühlingsgefühle und ich habe euch hier jetzt schon mal die schöne bunte Farbpalette aufgebaut und wir vervollständigen heute unsere Reihe Schmetterlingsglück bzw. Gartenglück. Wir haben ja vor 2 Wochen diese wunderschönen Giveaways gemacht, letzte Woche waren diese Schokoriegelverpackungen dran und heute machen wir eine kleine Verpackung, eine Hülle für ein schönes buntes Päckchen Taschentücher. Dafür habe ich auch diesmal wieder das Stempelset Schmetterlingsglück verwendet und die dazu passende Stanze Schmetterlingsduett. Beides zusammen könnt ihr zum Sparpreis im Paket kaufen. Und wer möchte, kann natürlich auch gleich ein bisschen Bastelmaterial bei mir mitbestellen. Ich habe euch ein kleines Paketchen geschnürt, wo alles drin ist, was ihr braucht, um diese Projekte, die ich euch jetzt in den letzten Wochen und auch nächste Woche noch zeigen werde, nachzubasteln. Das ist schon komplett gepackt mit Farbkarton und Designerpapier. Alles in den Farben Limette, Heide, Blüte, Osterglocke, Babyblau und Grapefruit. Schaut einfach mal auf meinem Blog vorbei, da habe ich noch ein paar Informationen dazu für euch. Und dann legen wir doch einfach mal los. Ich benutze heute die Farbe Heideblüte für mein Projekt und für diese Hülle aus Farbkarton nehme ich jetzt hier ein Stück in Heideblüte, das hat die Maße, Achtung, wir basteln heute in Inch, ich sehe euch schon zusammenkrümmen, das hat die Maße 5,5 Inch mal 7 Inch. 7 Inch ist die lange Kante, 5,5 Inch ist die kurze. Und jetzt noch für die Zentimeter-Fans, das sind 17,8 cm mal 14 cm. Wer den flotten Papierschneider von Stampin' Up besitzt, der braucht ja keine Angst haben vor Inchmaßen. Da ist ja immer gleichzeitig Inch und Zentimeter auf einer Skala angegeben. Da kann also überhaupt nichts schief gehen. Für alle anderen werde ich beide Maße jetzt immer dazu sagen. Wir legen unseren Farbkarton zuerst bei 1 Inch an. Das sind etwa, ich sage immer etwa, weil manchmal ist nämlich das Zentimetermaß exakt zwischen oder der Inchstrich exakt zwischen 2 mm. Deswegen sage ich etwa. Also 1 Inch etwa 2,5 cm. Der nächste Falz ist bei 3 1/4 Inch. Das sind 8,3 cm. Dann geht es weiter zu 4 1/4 Inch, das sind etwa 10,8 cm. Und dann brauchen wir noch einen bei 6 1/2 Inch, entspricht 16,5 cm. Dazu klappe ich jetzt mal mein Ärmchen vom Papierschneider aus. Ich muss jetzt leider etwas schräg hier arbeiten. Sonst passt das nicht in die Videobox. Dieser Strich befindet sich exakt hier in der Mitte von dem Verbindungsteil von dem Ärmchen zum Papierschneider. Und wie gesagt, 16,5 cm oder 6,5 Inch ist unser letzter Falz. Das ist wie immer die Klebelasche. Und jetzt müssen wir noch einen Boden dazu nehmen. Der Boden ist ja immer genauso breit wie die Seitenteile. Die waren in diesem Fall 1 Inch bzw. 2,5 cm. Und dazu lege ich einfach das Papierteil nochmal in die andere Richtung bei 1 Inch bzw. etwa 2,5 cm an. Mit meiner Papierschere schneide ich es mir jetzt noch zurecht. Hier ist so ein Rechteck dran, das brauchen wir nicht. Und die Bodenteile schneide ich alle jeweils bis zur ersten Kreuzung ein. Das sind dann nachher die Laschen für meinen Boden. Und ich kann jetzt alles nochmal nachfalzen. Zusammenkleben nehme ich wieder das rote doppelseitige. Das kommt auf die Innenkante von der Klebelasche.
Und wer mag, kann das Ganze natürlich hier wieder schräg zuschneiden. Und dann kleben wir es zusammen. Die Bodenteile, dafür nehme ich meinen Mehrzweckflüssigkleber. Zuerst streiche ich hier diese beiden seitlichen Laschen ein. Und dann gucken wir mal, wo sich die Naht befindet. Aha, hier ist die Naht, also das heißt, das hier ist hinten. Das hintere Bodenteil wird zuerst geklappt. Dann streiche ich das vordere ein und klappe es drüber. Und gehe jetzt hier einfach mal mit meinem Falzbein rein, damit ich von oben die Laschen noch ein bisschen festdrücken kann. Jetzt kommt unser Designerpapier ins Spiel. Das habe ich hier schon mal auf 2 Inch zugeschnitten. Und das passt jetzt hier exakt auf die Vorderseite. Die Länge müssen wir noch ein bisschen kürzen. Und bei diesem Designerpapier orientiere ich mich immer gerne an diesen Karo-Streifen. Ich messe es einfach ab, ich lege es mal drauf. Das ist also etwa die Hälfte von diesem dunklen Karo-Streifen. Da wären wir jetzt etwa bei, das sind 10,8. Schneide ich das jetzt mittig durch. Und weil ich hier jetzt so eine Hell-Dunkel-Mischung habe, also oben oder unten einmal weiß und einmal den dunklen Streifen, habe ich mich diesmal einfach für die andere Seite entschieden. Das heißt hier für dieses kleine Karo-Muster auf der Rückseite und werde das entsprechend so benutzen. Ich klebe es aber noch nicht auf, weil erst mache ich noch eine kleine Verzierung dran. Da benutze ich meine hübschen Organdi-Bänder. Leider könnt ihr dieses Produkt von Stampin' Up! Nicht kaufen. Ihr könnt es euch nur schenken lassen. Und es geht ganz einfach. Für eine Bestellung in Höhe von 60 Euro bekommt ihr einen Artikel aus der Celebration-Broschüre gratis. Und ein Artikel aus dieser Broschüre ist eben dieser 5er-Kombi-Pack mit diesen Organdi-Bändern in den gleichen Farben wie das schöne Designerpapier Gartenglück. Und wenn ihr mein Produktpaket bestellt mit dem Stempelset und der Stanze, dann habt ihr ja schon 50 Euro quasi von den 60 Euro verbraucht. Und für die 10 Euro könnt ihr euch noch ein schönes Farbkartonset zum Beispiel dazu bestellen. Dann wählt ihr euch diese Organdi-Bänder noch als Gratisgeschenk dazu und schon seid ihr gewaschen und gekämmt. So, ich nehme mir mal die Heideblüte raus aus dem Paket. Da habe ich jetzt so ein kleines Schläufchen mittig auf mein Designerpapier aufgebracht. Und weil es so einfach ist, habe ich dazu den Tacker verwendet. Da kommt nachher was drüber, das heißt, diese Tackerklammer, die sehen wir nicht, wenn wir fertig sind. Und die Enden von dem Band, die habe ich einfach ein bisschen schräg zugeschnitten. Na, das wehrt sich noch. Mit der scharfen Papierschere geht es ganz gut. Und erst jetzt, nachdem ich das Band angetackert habe, klebe ich mein Designerpapierstück auf den Farbkarton, auf diese Hülle für die Taschentücher auf. So, nochmal gucken, das war vorne. Das klebe ich jetzt so auf, dass ringsrum ein gleichmäßiger Rand bleibt. Und damit man die Taschentücher schön rein- und rausziehen kann, nehme ich jetzt die 3/4 Inch Kreisstanze. Das ist eine relativ kleine Stanze. Und werde hier mittig so einen kleinen Halbmond aus dem vorderen und dem hinteren Teil ausstanzen. Und jetzt kann man diese Taschentücher, die gibt es ja inzwischen in jedem Druckeriemarkt, diese schönen bunten Taschentücher kann man da jetzt hineinschieben und an diesen Eingrifflaschen auch wunderbar wieder rausziehen. Ich lasse gleich mal drin.
Dann haben wir nämlich, wenn wir was draufkleben, richtig schön Halt. So, jetzt müssen wir es noch ein bisschen verzieren. Dazu nehme ich einmal ein weiteres Stück Farbkarton in Heideblüte und mein Stempelset. Daraus habe ich jetzt diese Schmetterlinge ausgewählt. Da brauche ich die Körper von den Schmetterlingen und einen Gruß. Aber fangen wir erstmal mit den Schmetterlingen an. Die stempel ich mit der Memento-Stempeltinte in Schwarz auf meinen Farbkarton. Und die Schmetterlinge aus dem Stempelset Schmetterlingsglück kommen immer im Duett. Das heißt, ich stempel zwei Schmetterlinge und kann auch gleichzeitig mit der Duettstanze zwei Schmetterlinge ausstanzen. Sehr praktisch. Übrigens packe ich euch in das Materialpaket für diejenigen, die nur das Papier bestellen möchten und die Bänder, aber nicht Stanze und Stempel, jeweils ein Set mit diesen Schmetterlingen mit rein, dass ihr trotzdem zu Hause das nacharbeiten könnt. Und jetzt stempeln wir hier noch den Körper rein. Ich empfehle euch das Set aber trotzdem mit der Stanze, weil es ist einfach so universell. Schmetterlinge passen für jede Lebenslage und machen immer gute Laune. So, Schmetterlinge sind fertig. Jetzt fehlt noch unser Gruß. Wenn man Taschentücher schenkt, heißt es ja immer, da ist irgendwas. Deswegen habe ich diesen Spruch gewählt, alles Schwere macht uns stärker. Sei es derjenige, welche ist jetzt erkältet oder etwas schwerer erkrankt, was auch immer. Oder er hat einfach nur ein bisschen Winterdepression, dann passt das natürlich auch super. Und diesen Spruch, der ist ja hier in einer Reihe. Ich habe ihn aber zerteilt. Ich habe ihn in zwei Portionen gestempelt. Aber keine Angst, wir nehmen jetzt keine Schere und schneiden den auseinander, sondern wir stempeln einfach auf zweimal. Und das geht mit diesem Klarsichtstempeln sehr, sehr einfach. Hier habe ich jetzt noch ein Streifchen flüsterweißen Farbkarton. Ich tauche erst die erste Hälfte vom Spruch in die Stempeltinte. In diesem Fall alles Schwere. Ich kann das ja wunderbar sehen durch diesen Klarsichtstempel, wo mein Stempelkissen ist und ich wirklich nur das erwische, was ich haben möchte. So. Wenn ihr mehrere produziert, würdet ihr jetzt natürlich erst alle Schwere Teile stempeln. Dann nehme ich dieses wunderbare neue Wischläppchen, das es hier gibt zur Stempelreinigung, und mache das gut sauber und gehe jetzt mit der zweiten Hälfte von dem Spruch ins Stempelkissen. In diesem Fall ist das Macht uns stärker und stempel das auf die andere Seite von meinem Papierstreifen. Und habe jetzt diesen Spruch einfach mal ohne Schere in zwei Hälften geteilt. Da ich mich mit der Schere und geraden Schnittlinien immer etwas schwer tue, habe ich die Stanze klassisches Etikett rausgekramt und habe meine Schrift damit ausgestanzt. Das passt hier super rein. So, ich achte drauf, dass es auch schön mittig sitzt und stanze jetzt beide Schriften aus. Und da mir diese Pfeile hier am Ende immer nicht so gut gefallen, ich stehe mir auf Schwalbenschwänzchen, mache ich Folgendes. Ich schiebe dieses gestanzte Etikett nochmal hier rein, bis ich hier eine Raute sehe. Und wenn ich es dann abknapse, dann habe ich automatisch ein kleines Schwalbenschwänzchen am Ende von meinem Etikett. Und das mache ich jetzt hier mit allen beiden Teilen. Die Schriftfähnchen habe ich jetzt zum einen über diese Tackernadel hier geklebt. Ich arbeite mal wieder mit meinen Resten von den Dimensionals. Alles Schwere kommt hier oben drüber. Dann nehme ich jetzt hier mal zwei von diesen Randstücken, die immer übrig bleiben. Ich bin gerade auf dem Resteverwertungstrip. Und die klebe ich jetzt hier rechts und links mal auf. Und jetzt setze ich das Fähnchen hier so über die Tackernadel, dass man die dann später nicht mehr sieht. Ich nehme mal die Pinzette, da habe ich immer ein bisschen mehr
Abstand zur Geschichte und kann besser gucken, wie es gut aussieht. So, es muss nicht mittig sein, gell? Immer dran denken. Bisschen aus der Mitte raus. Sieht manchmal ein bisschen schwungvoller aus. Dann können wir schon mal den großen Schmetterling oben anbringen. Der kriegt auch ein bisschen Reste verbraten. Den lassen wir mal da lang flattern. Und jetzt haben wir unten noch frei. Da habe ich zum einen den Rest von dem Spruch mit meinem Mehrzweckflüssigkleber angeklebt. Könnt ihr natürlich auch mit Dimensionals machen. Ich wollte aber da noch mal ein bisschen Kontrast reinbringen. Und deswegen habe ich den zweiten Spruch hier einfach mit dem Kleber direkt aufgeklebt. Und hier in die Lücke kommt jetzt noch mein zweiter Schmetterling. Aber da wollte ich euch gerne noch eine Gestaltungsidee zeigen. Und zwar dieses flüsterweise Flachsband. Davon packe ich euch auch einen Meter mit ins Materialpaket. Das ist ja zusammengesetzt aus vielen einzelnen Flachsfäden. Und diese Flachsfäden kann man natürlich auch einzeln separat verwenden. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Rest noch übrig liegen, irgendwo rumliegen habt, mit dem ihr nichts anfangen könnt, dann könnt ihr ruhig diese Stränge, diese Fäden, die sind hier mit so Kunststoff zusammengenäht, ruhig voneinander trennen. Dann habt ihr hier so wunderschöne glänzende Flachsfäden. Ich guck mal, wie, mal noch ein Stück. So. Mit denen kann man natürlich auch ein bisschen Verzierung zaubern. Dazu nehme ich noch einen Mini-Klebepunkt. Klebe mir den hier in die Mitte und mache jetzt an diesem Klebepunkt hier ein paar Schnörkel mit meinem Flachsfaden. Das ist so ähnlich wie dieses Metallic-Garn, das wir ja oft verwenden für Projekte, um die unter die Verzierungen zu kleben, in Schlaufen und Kreisen. Und genauso mache ich das jetzt einfach hier mit diesem Flachsbandfaden. So. Und da über diese Schnittstelle, die erstens unschön aussieht und zweitens ein bisschen Stärkung noch braucht, da klebe ich jetzt meinen kleinen Schmetterling hier mit so einem Mini-Glue-Dot fest. Der passt exakt hier mittig auf diesen kleinen Schmetterlingskörper. Und dann lassen wir den hier mal noch so drüber flattern. Und zu guter Letzt bekommt ihr noch eine Paillette. Auch die habe ich natürlich mit ins Materialpaket für euch gepackt. Und zwar bekommt ihr jeweils von jeder Farbe so einen Strang mit 5 Blüten und 5 von diesen runden Pailletten. Die sind selbstklebend, da ist hinten ein Klebepunkt drauf. Deswegen nehme ich jetzt mal meinen Spatelteil vom Aufhebhelfer. Und damit könnt ihr diese Pailletten wunderbar abnehmen. Ich habe hier überall Katzenhaare, es ist echt furchtbar. Manchmal glaube ich, mein Kater schläft nachts in dieser Videobox, nur um mich zu ärgern. Sorry, wir haben es gleich. Naja, dann kommt es halt mit Katzenhaar drauf. Ist mir jetzt auch wurscht. Komm. So. Die bappen wir jetzt hier noch an die Seite mit Katzenhaar. Ihr könnt es zu Hause natürlich auch optional ohne Katzenhaar nachbasteln. Ihr könnt auch Hundehaare nehmen. Sieht genauso gut aus. Okay, so ist also jetzt unsere Verpackung für die Taschentücher. Hier habt ihr noch die gleiche in Blau. Und wenn es euch gefallen hat, guckt euch auch unbedingt die Videos von letzter Woche an, wo es die Verpackung für die Schokoriegel gab. Und die von vorletzter Woche, wo wir diese niedlichen Giveaways gefertigt haben. Und wie versprochen gibt es nächste Woche aus nochmal mit den gleichen Materialien ein Video. Da werden wir dann eine schöne Grußkarte noch dazu basteln. Und dann schließen wir die frühlingsfrische Reihe mit dem Schmetterlingsglück ab. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Schaut auf meinem Blog vorbei, schreibt mir gerne E-Mail. Und ansonsten bleibt fit und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, eure Marion. Tschüss.